Der Rundfunk wendet sich an die Allgemeinheit und erfüllt ein allgemeines Interesse. Und du weigerst dich, für die Allgemeinheit deinen Obolus zu entrichten. Ja, so eigentlich egoistisch. Wenn jeder käme und jeder das sagen würde, hätten wir kein Gemeinwesen. Das ist nicht egoistisch, denn das Radio und das Fernsehen ist ja für den einen ist es eine Normalität und es ist so wie ein Lebensmittel und für andere ist es vielleicht Luxus. Und für mich ist es eben Luxus. Und was Luxus ist, ist nicht für die Allgemeinheit. Aha. Und da bin ich entschieden gegen. Da, wenn ich das nicht haben will, dann muss ich das auch nicht bezahlen. Nein, also Luxus lasse ich mir nicht aufzwingen. Ja? Wenn man so sagt, es ist ein Lebensmittel des Geistes, es ist der Durchfluss, es ist sozusagen, was ist denn, wenn am 11.9. passiert, ja, wie verhältst du dich? Du musst es ja irgendwie in Erfahrung bringen. Da würde ich zum Beispiel den Fernseher anstellen. Das wäre ein Moment, ja, des öffentlichen Interesses, da will ich wissen, was ist los? Ist Gefahr im Schwange? Ich war, als diese Sache passierte, gar nicht zu Hause und ich konnte auch kein Radio hören. Ich habe da trotzdem so etwas mitbekommen und das hat mir gereicht. Also dadurch, dass die Menschen nervös auf der Straße sind, das hat mir jemand erzählt. Ja. Hat mir das erzählt, ja. Mhm. Aber natürlich hat der das im Fernsehen gesehen. Ja. Wenn es jetzt gar kein Fernsehen gäbe und kein Radio, dann wäre das vielleicht auch gar nicht passiert. Wie war es bei der Wiedervereinigung? Weil das ist auch ganz klar, dass solche Sachen auch passieren, weil viele Leute sehen, ne, die Sachen. Ich meine, das ist ja völlig witzlos. Stell dir mal vor, es gäbe kein Fernsehen und kein Radio und keine Zeitung, gar nichts. Und dann passiert sowas. Für wen denn? Wer soll sich dann erschrecken so schnell in dem zeitlichen Ablauf, der dafür nötig ist für solche Sachen? Aber nehmen wir mal eine günstige Botschaft. 4. November 1989. Wiedervereinigung. Ja, die Mauer ist weg. Ja, genau. Die Mauer. Das ist doch ein Fernsehereignis gewesen. Und auch ein Hörereignis. Ja? Also ich hätte es viel schöner gefunden, wenn ich davon überhaupt nichts gewusst hätte. Mhm. Wenn ich dann mal überrascht hingefahren und auf einmal ist die Mauer weg. Das ist doch eine Bombe. Eine Überraschung. Ja, das wäre ja was. Wie wenn Weihnachten und Ostern zusammenfällt. Ja, auch. Ja, stell dir mal vor. Und du sagst also dafür, dass sozusagen diese ganzen Überraschungen wegfallen und die Wirklichkeit sozusagen einem dauernd erklärt wird. Ja, dafür oder stell dir mal vor, nicht. Mit dem Berlusconi, wo der eine dem da ins Maul gehauen hat mit der Nachbildung des Florenzer Doms. Oder Mailänder Doms. Mailänder Doms. Ja, aus Gusseisen, ja. Genau. Stell dir mal vor, das hätte keiner gewusst und der wäre dann zum Zahnarzt gegangen und so. Und der Zahnarzt hätte das dann erfahren als Einziger. Das ist natürlich dann, für den Zahnarzt wäre das ja ganz eine tolle Geschichte gewesen. Ne? Ja, ich bin Ministerpräsident von Italien. Ja, den kenne ich anders, der hat ein wunderbares Gebiss. Und so lernen wir Massen, wir sind die Massen, wir lernen ja alles sofort kennen und dadurch ist das für uns ja nicht mehr so ein Riesenereignis.